Wollt wissen, wie viele Verkabelungen wir heute wohl schaffen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen mit... es ruckelt noch ein bisschen. Einmal rumgehen, dann hat er auch alles geladen und dann können wir weitermachen. Nein. Alter, jetzt geht's wieder. So. Also, als erstes... jetzt habe ich den Faden verloren durch den Ruckler. Achso, was wir machen wollten. Genau. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wunderbar. Ja. Wir wollen Sachen anschließen. Yay. Die letzten 100 Mal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe ja meine tolle Liste hier. Wir fangen einfach oben an. Das wären nämlich als erstes mal die AI-Limiter. Jetzt muss ich hier in das Loch nochmal reingucken, weil die müssten hier oben direkt sein. Das ist auch super. Machen wir hier mal auf. Gucken wir rein. Okay, das geht da hinten lang. Das heißt, ihr könnt mal schön hier vorne setzen. Und da geht jetzt noch so ein Kabel mitten durch. Das müssen wir irgendwann rausnehmen. Das gleiche Prinzip wie da drüben, fertig, gut ist. Das ist ja nur, dass wir hier rumschweben können. Ups. So, hier durch. Also, wir fangen mit den AI-Elementen an. Die würde ich dann hier hinsetzen. Und ich meine, welches waren es denn noch? Hat ihr das? Nein, das sind Statoren. Die müssten hier irgendwo in dieser Ecke gewesen sein. Auch Statoren. Was machst du? Du machst die... Dual Rockstar. Also Elektromagnetik. Genau. Was machst du? KI-Begrenzer. Guck mal. Haben wir das doch. Das sind 6 Stück. 6 Stück ist tatsächlich relativ praktisch. Weil da können wir... Ich wäre es natürlich schön, wenn wir den mittig setzen würden. Aber das klappt halt nicht wegen Band. Was ist denn, wenn ich den hinten hinsetze? Wer ist denn hier? Schauen wir mal. Genau. Und dann ziehen wir einen hier rüber. Mache ich das jetzt auf der Innenseite oder mache ich das auf der Außenseite? Ich meine, die bieten sich eigentlich eher für die Innenseite an, ne? Und wir hätten hier quasi genau diese Kante. Also wäre das kein Problem. Gehen wir mal darüber. Mal gucken, dass wir den... So, jetzt müssen wir mit der Höhe gucken. Aber ich glaube, hier so die Höhe wird okay sein. Mal die Musik ändern, danke. Dahin. So. Also, das sind KI-Begrenzer. Ja, ich mach den hier auch weg. Ist mir. War zu blöd. Wie hoch ziehen wir das? Hier scheint ein guter Punkt zu sein. Und hier selbstverständlich. Das müsste ich eigentlich nach außen legen. So. Das sind dann KI. Grenzer. Oh.
mache ich da drüben jetzt einfach alles einmal an. Ja, wird nachher ein bisschen vollgestopft und gibt Probleme, aber... Ja, komm. Leitung kann man fluschen. So. Fluschen, genau. Fluschen. Wir legen die jetzt alle hier um. Die sind schon. Je nachdem, was wir haben. Da fehlen natürlich noch Materialien, das weiß ich. Aber dann haben wir die alle schon mal an. Wir können auch angucken, wie wir dann auskommen. Ich hoffe, das haut nachher mit dem Strom hin, weil sonst haben wir ein Problem und ich muss mir das einfallen lassen, wie wir Strom produzieren, damit wir Strom produzieren können. Oh, das war ein Riesensprung. Aber gut, das ist nur, was wir maximal verbrauchen könnten. Im Moment sieht es ja alles noch gut aus, ne? So. Okay. Wir kommen im Moment, wenn ich mir das hier so angucke, wir kommen schon recht hoch, ne? Wir sind bei 77 kW, aber ich glaube, die andere Seite wird nicht so viel verbrauchen. Also wir haben noch, Gigawatt. 95 haben wir zur Verfügung und 77, also wir müssen, ne, fast 20, die wir noch drauflegen müssten, glaube ich nicht, dass wir so viel haben. Hoffe ich nicht. So. Aber da wir den jetzt da dran gesetzt haben, kann ich nämlich Folgendes machen. Und ich kann dieses Kabel abzwacken hier. So, da die Mitte sieht doch... Ja, nee. Hier zumindest scheiß aus. Da kann sie hängen bleiben. Könnten wir eigentlich eben machen. Nee. Einfach einen kleinen. Zack, zack, zack. Zack. Einmal so durchziehen. Dann haben wir die alle dran. Und da unten, den würde ich gerne wegnehmen. Genau. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Der ist ja optimal. Können wir doch hingehen und hier direkt auch den setzen. Dann haben wir die schön gegenüber. Dann ist das hier einmal ordentlich. So, zwei Stück noch. Eins, zwei. Ups. Kommst du? Gehst du runter? So, weil hier haben wir den Strom. Das heißt, die müssten auch alle gelb sein, weil sie kriegen noch kein Material. Genau. Sehr gut. Das heißt, in meiner Liste streiche ich mir diese Zeile und sage da das hin. Und den Spaß hier in grün. Mehr? Grün. Jetzt haben wir als nächstes die Alumina Solution. Die Aluminiumlösung. Das ist gut, glaube ich. So. Aluminium Solution. Das müsste hier sein, oder? Aluoxidlösung, genau. War da nicht irgendwas, das irgendwer ein anderes Rezept macht? Wenn, dann ist das der letzte hinten. Jo, der macht ein anderes. Aber die habe ich, glaube ich, alle zusammengefasst, weil vier Schüssen. Wie viele haben wir? 1, 2, 3. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, passt. Nochmal 6, das ist auch schön. Aber wie legen wir die jetzt?
Oh, ich habe eine Idee. Wo ist die Mitte zwischen dem? Hier. Da. Dorthin. Da fehlt halt auch noch Wasser und all der Kram. Das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Das wird noch die größte Hölle. So. Jetzt nehmen wir dich mit. Und zwar genau an diese Kante hier. Unter die Schiene. Hier war jetzt die eine Seite sowieso schon belegt, deswegen nehmen wir die andere dahin. So, irgendwo hier noch ein Eingang? Nein. Macht nichts. So, wo waren wir? Da. Irgendwo hier. Da! Oh, das ist hier auch noch ganz doof gemacht. Das heißt ganz doof. Eigentlich vollkommen egal, aber na, das ist ja jetzt ein hier hin. Dann dorthin. Du kommst weg. Und du kommst auch. So. So habe ich das dann gemacht. Okay. Wie auch immer. Also. Wir haben die hier. Jetzt da drauf. Dann kommst du mal mit. Wenn ich jetzt hier bin, könnte ich eigentlich auch schon mal hingehen. Die alle setzen. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich sichere Position, von hier aus wenigstens schon mal die Leitungen von oben zu ziehen. Andererseits, dann weiß ich wieder nicht, was wo ist. Nee, das lassen wir. Wir nehmen uns jetzt da mit. Aber dann haben wir wenigstens die schon mal dran. So. Dann haben wir. Was haben wir denn da? Aluoxid-Lösung. Warum 9 Megawatt? Habe ich ihn da jetzt wieder falsch gemacht? Okay, einmal runter. Habe ich nicht gerade... Moment. Okay. Aluoxid-Lösung. Nehmen wir da. Und den machen wir wieder leer. Der ist auch aus. Da hängt auch nichts dran. Okay. Stahlbarren. Das können wir anmachen. Guck jetzt eben einmal, dass wir alle, die irgendwie was draufstehen haben, die Begrenzer genau, auch anmachen. So, nee, Moment. Das nächste auf meiner Liste ist nämlich, wo waren wir da?
doch darunter. Stimmt, das war ja hier. So. Nächster auf der Liste ist... Die zu duschen kann ich jetzt abhaken. Bam. Aluminium Casing. Hier wird das Zeug geschmolzen. Geht dann hier irgendwo rein. Was wird hier hinten gemacht? Aluminiumgehäuse. Wunderbar. Das hin, dass es nur drei sind? Ja, das kommt hin. So, diese hier wird es sein. Na. Einmal hier drin vorbei. Höher. Ja, komm, machen wir auf die gleiche mit denen. Das wäre dort. Wo auch immer du hingehst. War das der, den ich einfach nur so in die... Ach, du gehst da oben hin, damit ich da rumfliegen kann. Ja, ist okay. Wir haben jetzt das Löchlein da und dann gehen wir da durch. Gehst du weg. Ja, passt. So. Was daneben? Dahin. Ja, komm. Dann von da aus. Das sind die Anno-Häuser. Ja, 50 Watt, Megawatt meine ich. Nein. Genau. Da runter wieder. Dann haben wir als nächstes diese ganze Schmelzanlage da vorne. Okay. Wunderbar. Ist die Frage. Die haben wir komplett schon angeschlossen. Ist da noch einer frei? Oder wie haben wir uns das gedacht? Da ist noch einer frei. Das haben wir uns genau so gedacht.
dahin. So, das wird doch jetzt wohl hier hinpassen. Ja, das machen wir. So. Den da dran. Den da dran. Und damit müsste das hier sein. 88 Kilowatt. Alu. Bam. So. Dann wollen sie die beiden auch abhaken. Bam. Schön. So, jetzt hätten wir nur noch Alu-Scrap. Eigentlich wäre es schön, wenn wir Alu-Scrap und Beacons mitbringen würden. Weil dann hätte ich wenigstens diese... Also, das Fragment in meiner Liste voll. Das muss für euch keinen Sinn ergeben, für mich tut es das aber. So, Aluminiumschrott. Das sind 12 Stück. Das ist eigentlich recht einfach, weil da setzen wir jetzt quasi genau dazwischen. An die Stelle den Kollegen. Lassen ihn ausnahmsweise mal recht schräg laufen. Ja, noch besser. So. Den setzen wir jetzt hier mittig rein. So, halbwegs mittig. Passt das? Eins, zwei. Stopp, dahin. Dahin. Drei. Rüsten den auf. Eigentlich am besten dahin, aber das Material habe ich nicht. Das heißt, ich müsste jetzt komplett zurückfliegen und... Nee. So. Du. Hallo? Nein. Wo bist du denn angeschlossen? Okay, jetzt ist gerade viel wichtiger die Frage, warum... Okay. Jetzt läuft so richtig hier, ne? Das sind auch nur 5, Idiot. War denn die 12? Weil die 12 für mich Sinn gemacht hat, habe ich einfach irgendeine andere genommen. Auch schön. Da noch ein. Und da noch ein. Warum du jetzt allerdings nicht hier dran warst und warum das nicht passt. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh mein Gott. Da kommt mal einer drauf. Also, wenn ich das gefunden habe, na, dafür kann man auch mal ein Like da lassen. Und ein Abo, wenn man schon da unten ist. Danke. So. Das hier ist Aluminiumschrott. Wird nachher, wenn wir den Zug starten. Ich glaube, dann geht hier alles kaputt. So. Hallo, Barren. Hallo, Schrott. Ja. Und jetzt hätten wir noch wie. Müssten auf dieser Ebene sein, oder? Ne, hier oben ist zu luftig. Dann sind die auch tiefer. Dann kommen die von hinten. Von der Seite. Weil die Signalisatoren sind hier. Das sind auch nur zwei Maschinen, richtig? Jo! Einmal gucken, wo wir da gerade wie Platz haben. Also auf die Signalisatoren, die setze ich aber hier mittig rein. Da habe ich noch Platz von links und von rechts. Wahrscheinlich wird das der größte Fehler überhaupt sein, aber das ist mir egal. Dahin. Ja, so viel kann von der Seite noch nicht mehr kommen. Wir setzen den genau hier zwischen. Also, genau ist relativ, ne? Du kommst dorthin. Und du kommst dorthin. So, wir müssen hier 3 von 4 angeschlossen. Jo! Perfekt. Du kommst jetzt. Okay, in dem Fall machen wir es wohl so. Nicht direkt in die Ecke. Okay. Du kommst dort an. Schnappen wir uns den wieder und ziehen das einmal durch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So. Aber die nehme ich schon mal. Gerade die in der Mitte, die da rumsitzen, die sind ein bisschen nervig. Bam. An. Signalisatoren. Wunderbar. Guck mal, jetzt produziere ich mir wieder 104. Also. 178. Also. Und da sind auch ein paar Maschinen über. Jetzt muss ich mir für die Stromproduktion Gedanken über meine Stromproduktion machen. So langsam. Kannst du keinem erzählen, oder? Wobei, letztendlich, wenn ich mir angucke,
was wir momentan wirklich verbrauchen, was wir maximal verbrauchen würden, ja, und was wir produzieren, also die zusammen, ja, da fehlen hier 10 Gigawatt, aber nee, das ist schon in Ordnung. So. Jo. Da haben wir doch heute eine Menge geschafft. Wir haben letztendlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel gezogen. Sehe ich das richtig? Jo, da oben ist alles dicht. Ja, passt. 6 angeschlossen, ist doch schon mal schön. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Däffchen.